Hallo und guten Abend zu den Nachtgedanken am ersten Halbfinale. Es wird wirklich ernst. Für 18 Länder steht es heute tatsächlich an, wer kommt weiter. 10 werden es nur schaffen. Und wir drei, das kennt ihr schon, das OGAE-Präsidium, wagt sich an einen Tipp. Neben dem obligatorischen Tipp des Pressezentrums, den wir ja schon veröffentlicht haben, kommt jetzt das wahre Ergebnis. Bis wir dieses verkünden werden. Ein kurzer Rückblick auf die Proben, die wir gesehen haben. Heute Mittag lief ja schon noch das sogenannte Familienshow. Reinhard, was ist dir aufgefallen im Vergleich zu gestern Abend? Gibt es Verbesserungen, vielleicht sogar noch Verschlechterungen, dramatische Veränderungen? Also erstmal ist mir aufgefallen, dass heute relativ wenig Leute im weiten Rund zu sehen waren. Woran das lag, weiß ich nicht. Da hat man vielleicht nicht die richtige Verkaufspolitik gemacht. Ansonsten, was die Shows angeht, war nicht sehr viel anders zu gestern Abend. Uns ist nur aufgefallen, dass die Dame aus Aserbaidschan heute deutlich besser sang. Ich habe da ja ein bisschen den Verdacht, dass die den Chor angehoben haben und sie ein bisschen nach unten gedreht. Aber das ist vielleicht ein bisschen böse gedacht. Also sie klang heute deutlich besser, was meinen Tipp wieder ein bisschen in Unordnung bringt. Also das wäre dann so wie bei JetWord in den vergangenen Jahren, eigentlich singt der Chor. Könnte gut sein, also muss man vielleicht mal genauer hinhören. Wir warten das ab, wir werden das beobachten. Ob Aserbaidschan es schaffen wird in das große Finale am Samstag, das erfahrt ihr gleich. Lieber Klaus, wie schätzt du die Qualität heute Abend überhaupt? Schaffen es überhaupt 10 Lieder ins Finale? Ja, ich würde ja 14 nach Hause schicken. Du bist aber gemein, warum denn nur? Ja, weil maximal 6 es eigentlich nur ins Finale verdient haben und die Kategorie Krach oder nur Klamauk, ich weiß nicht, die sollten zu Hause bleiben. Also Klaus ist etwas negativ eingestellt, was das erste Semifinale betrifft, aber vielleicht hilft ja eine Eingabe bei Herrn Sand, dass man ein wenig was verschiebt und vielleicht wird es dann aus dem zweiten weiterkommen. Genau, das wäre eine ganz gute Vorstellung und dann aus den Big Five auch nur noch 2 und dann hat man einen schönen, kurzen, gemütlichen Abend. So stelle ich mir das vor. Es wird natürlich ganz anders sein, weil 10 großartige Lieder weiterkommen werden heute Abend. Welche das sein werden, das erfahrt ihr nun. Reinhard, was glaubst du, wer schafft es von den 18? Wer sind die glorreichen 10, die es ins Finale schaffen? Ich kann ja nur, ich bin ja immer gegen Vorhersagen, eher für Tipps, aber interessant fand ich, dass Klaus 14 nach Hause schicken will und 6 weiterkommen lässt, macht zusammen 18. Ich habe da eine andere Arithmetik. Am Anfang ist es ein bisschen schwierig, da muss man, glaube ich, länger durchhalten. Ich habe es sehr lastig, was die zweite Hälfte angeht. Das finde ich, kommen die Lieder eher weiter. Ich glaube, über Russland müssen wir nicht reden. Das ist der ganz klare Favorit heute Abend. Und Österreich ist für mich auch ganz klar. Das ist so ein wohltuendes Lied. Das sticht so raus, nicht nur optisch, sondern auch akustisch und musikalisch. Ich bin auch sehr für die Niederlande. Da glaube ich auch dran, dass dieser flotte Country-Song es schaffen wird. Ich gucke immer auf meinen Spickzettel, dass ich keinen Fehler mache. Island finde ich auch ganz toll. Also die haben nicht nur, dass sie hier ganz viel Werbung gemacht haben, sondern sie macht auch jedes Mal wirklich eine tolle Show. Und sie singt hervorragend, also bin ich stark dafür. Ich glaube, dass Montenegro es schaffen wird. Da bin ich einer von wenigen, glaube ich. Aber das ist, ich glaube, das Publikum für diesen Song wird ganz treu anrufen. Estland, Ungarn, Malta. Ich glaube auch an Malta, dass sie das schaffen wird mit der letzten Startnummer. Und dann wird es schon schwierig. Also tue ich mich ein bisschen schwer. San Marino würde ich mal tippen, weil ich glaube, dass der bei den Jurys gut ankommt. Und was bei den letzten Platz angeht, da schwanke ich noch zwischen Tschechien und Zypern. Einer von den beiden. Einer wird 10., einer 11. Gut, das warten wir mal darauf. Erstmal einen Kaffee. Wir werden hier mal wunderbar von den Schweden mit Kaffee versorgt. Und Kuchen gibt es auch noch. Ja. Und Kekse, ganz leckere Kekse und super süßen Kuchen. Klaus, wenn du dir etwas Mühe gibst, welche 10 schaffen es ins Finale? Also erstmal verzichte ich auf Kaffee und Kekse erstmal, weil die hat man mir natürlich nicht gereicht. Und zum Zweiten zur Arithmetik für Reinhard. Montenegro kommt mir 9 Minuten lang Krach vor, also sind es dann 20 Beiträge, weil Montenegro 3-mal so lang ist, wie es eigentlich sein sollte. Also ich denke, dass der Holländer auf jeden Fall weiterkommt, der Russe sowieso. Ich wünsche mir, dass Österreich ganz weit vorne ins Finale segelt. Ich denke, dass Bosnien es schaffen wird und auch der Ungar. Mein Geheimtipp ist sowieso San Marino. Das gewinnt ja den Contest überhaupt. Das glaubt bloß noch keiner und weiß noch keiner, weil das sich so abheben wird. Ja, und dann muss ich noch 4 finden und das wird sehr schwierig. Ich habe mich für Finnland entschieden, für Island, für die Dame aus Malta, weil sie so schön schwanger ist. Das gibt sicher ein paar Punkte. Ja, und der letzte Platz, die Dame aus Aserbaidschan. Sie kann zwar nicht singen, aber ich denke, sie wird schon genug getan haben, um Callcenter oder alles Mögliche andere an der Angel zu haben. Die Punkte wird es auch für Aserbaidschan regnen.
Wir liegen gar nicht weit auseinander. Käffchen kriegst du natürlich selbstverständlich, wenn du dann einen trinken würdest. Also, das regeln wir hinterher. Über Russland besteht ja gar kein Zweifel. Da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig, alle drei, auch bei Ungarn nicht. Die Niederlande sehe ich auch im Finale. Bei Zypern bin ich mir sehr sicher, im Gegensatz zu Reinhard. Bei Österreich werde ich eher schwankend. Das sehe ich nicht hundertprozentig garantiert im Finale. Eine schwedische Zeitung schrieb heute Morgen, das Bühnenbild bei Österreich sieht aus wie eine explodierte Babyspielinsel. Da ist irgendwas dran. Also ein Selbstläufer ist es sicherlich nicht. Es ist also unverschämt, vor dem Hintergrund der Schwangerschaft von Malta solche Kommentare zu verbreiten. Da wird Frau Iralosko aber sehr irratös werden. Also Iralosko schafft es auch nicht ins Finale, da hilft auch die Schwangerschaft nicht, weil das Lied ist einfach zu schlecht. Dafür schafft es Montenegro, da stimme ich auch wieder mit Reinhard überein, weil es gibt genügend Anhänger, die solche Art Musik mögen. Es muss ja nicht unbedingt mein Geschmack sein, aber ich glaube, sie werden weiterkommen. Genauso weiterkommen wird sicher Bosnien, Herzegowina, weil sie einfach wunderbar singen und den, ja klar, und alle Punkte der im Balkan Stimmberechtigten abräumen werden. Schwanken tue ich noch zwischen San Marino und Kroatien. Die Kroatin singt toll, gewinnt mit Sicherheit den Barbara Dex Award. Aber ob das nun wirklich musikalisch reicht, San Marino ist außergewöhnlich genug, um in Erinnerung zu bleiben. Also daher, momentan tendiere ich eher zu San Marino als zu Kroatien. Dann habe ich noch Island auf dem Programm. Island kommt, da sind wir uns auch einig, ziemlich sicher weiter. Und somit steht unser Ergebnis eigentlich. Ja. Ob es tatsächlich so eintrifft, ihr erfahrt es heute Abend ab 21 Uhr. Wo kann man die Sendung sehen, lieber Reinhard? Soweit ich weiß, hat das Phoenix im Programm und auch eins Festival. Also wer Digitalfernsehen hat, kann sich entscheiden zwischen beiden Kanälen. Wo es schöner ist, muss man einfach ausprobieren. Auf jeden Fall sollte man natürlich unsere Eurovoice begriffbereit haben, die Mitglieder von uns ja sogar als PDF downloaden können, wenn man das irgendwie in Farbe nochmal vor sich haben will. Ansonsten sind da auch schöne Listen dabei zum Ausfüllen und zum Mitlesen. Sehr empfehlenswert. Hast du auch noch eine Empfehlung für heute Abend? Wie soll man diesen Abend am besten verbringen? Ja, mit vielen Keksen natürlich und mit Kaffee, was für manche ganz gut wäre. Nein, mit viel Alkohol, den braucht man nämlich heute Abend ganz sicherlich. Vielleicht zum Anstoßen und Feiern, vielleicht auch zum Betäuben. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen fantastischen ersten Halbfinalabend, einen großartigen Dienstag. Wir senden euch herzlichste Grüße aus Stockholm, melden uns natürlich noch einmal von der Pressekonferenz heute Nacht, wenn wir dann wissen, wer ins Finale gekommen ist. Bis dahin, genießt es, wo und mit wem auch immer. Euer OGRE-Team aus Stockholm.